Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gemini Heroes Reborn. Ja, nicht im Live-Let's Play, sondern im ganz normalen Let's Play. Ich wollte ein bisschen weiter aufnehmen. Vielleicht Let's Play ich das sogar heute mal durch. Ich bin ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ein bisschen Pause hatten wir. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Ich weiß gar nicht. Können wir da oben rauf? Ich weiß gar nicht, wie nochmal die Steuerung. Ich muss selber erstmal gucken. Ich bin schon so. Das ist ja ein bisschen. Ist ja ein bisschen her, wo wir. Ah, wunderbar. Hallo? Klettert da rauf. Na, bist du wohl, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Warte. Hallo? Ah, jetzt ja. Waren wir nicht hier schon? Warte mal. Hä? Nee, Moment. Nee, warte mal. Ich kann mich entsinnen, dass wir durch diesen Zellentrakt gekommen sind. Und dass wir hier lang gelaufen sind im Live-Let's Play. Ach, da oben müssen wir, glaube ich, rein. Kann das sein? Oh mein Gott. Alex, they were holding prisoners here in the past. I think they were experimenting on them. Okay. Mal gucken, wie komme ich denn jetzt hier? Komme ich denn jetzt hier weiter? Wie komme ich denn da oben hin? Okay. Ah, so, okay. Wunderbar. Uah, duck dich doch. Nein. Wie kann ich mich denn? Ah, okay. Mit R3. Ich hab's. Wie gesagt, ich hab's total vergessen. Schon so lange her. Müssen wir mal gucken. So. Und hier geht's. How many of those Evo freaks left to test on? They better be sure he's got what he needs. And when he's done with them, if any survive, what happens to them? I don't think survival is part of the program. Okay. Und ich werde mal gucken, dass wir. Mal gucken, heute auch wegen dem, ja, heute hier in der Aufnahmesession, wo ich heute bin, werde ich mal. Na, es. Werde ich mal schauen, wie das aussieht, ob, Alex, if you can hear me, I'm in. Oh Gott, wie komme ich denn da hoch? Werde ich mal schauen, ob mein Far Cry Let's Play jetzt durch ist oder ob ich jetzt, oder ob das wirklich das Safe Game zerstört ist, weil letztes Mal im Livestream habe ich es ja gesagt gehabt, dass ich nicht genau sicher bin, wie das. Huch! Dass ich nicht ganz sicher bin, wie das aussieht seit dem neuen Update, weil da stand ja irgendwas mit, dass ich den alten Spielstand nicht mehr laden kann. Wie komme ich denn hier raus? Na. Warte mal. Probier mal was. Geht's denn wieder zurück jetzt? Nein, oder? Oder hätte ich woanders rausgemusst? Ich bin mir da nicht ganz. Nee. Ich muss also hier lang. Sie sagte ja, sie ist drin. Also, in dem Raum. Aber wie soll ich denn bitte. Wie soll ich denn bitte da raufkommen? Da komme ich doch nie im Leben. Da, ja, ist doch gut. Lass doch mal. Was habe ich denn. Hm, warte mal. Na, lass das. Wie gesagt, ich weiß auch die. Ich weiß auch die Tasten nicht mehr. Das ist mein großes Problem momentan. Ah, da kann ich die Nachricht nochmal lesen. Uff, Alex, wenn du mich hörst, ich bin dabei. Okay. Mhm, ich glaube nicht. Ist nicht mehr so viele von. Okay. Trotzdem frage ich mich, wie ich da. Ah, Moment. Probier mal was. Moment. Kann ich öfters klettern? Ich schau mal eben. Ich war fast drin. Das gibt's doch gar nicht. Okay.
Ich habe auch nichts irgendwie zum Stapeln hier oder so. Das gibt's doch nicht. Ich kann auch hier nichts irgendwie greifen oder so, wo ich jetzt sagen könnte. Wie soll man denn da bitte raufkommen? Kann mir das mal einer erklären? Das gibt's doch nicht. Okay, in der Vergangenheit ist auch nichts mit dem Boden. Das ist aber merkwürdig. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht habe ich ja da doch irgendwas übersehen. Vielleicht muss ich ja da doch irgendwie hier lang oder so. Nee. Das ist aber merkwürdig. Hallo Jungs. Na, wie geht's euch? Alles klar bei euch? Ich verstehe es gerade irgendwie nicht. Das ist aber echt sehr merkwürdig. Weil vor allem, man konnte hier in den Raum und... Ja, Ende. Oder ist es ein Bug? Es kann natürlich auch sein, dass es ein Bug ist. Da bin ich mir jetzt... Bin ich mir natürlich nicht ganz sicher, ne? Also, da müssen wir mal gucken. So, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich da, partout, wie ich darauf kommen soll. Springen. Ich kann ja, kann ich irgendwas zerstören? Kann ich das Gitter irgendwie da hinhängen oder so? Ich probiere natürlich jetzt erstmal alles. Um natürlich zu schauen. Natürlich zu gucken, ob ich da irgendwie drankomme. Ist natürlich ein bisschen blöd. So. Ich weiß nicht genau, wie ich... Das gibt's doch gar nicht. Auch nicht. Okay. Das ist aber echt merkwürdig, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ärgert mich total. Weil... Hä? Das ist aber echt merkwürdig. Ich glaube, ich lade das Spiel nochmal. Warte mal. Schwierigkeitsgrad normal beenden. Ich schaue nochmal. Tut mir leid, aber irgendwie muss ich... Kann auch sein, dass es ein Bug ist, dass da oben normalerweise vielleicht hätte ein Ding stehen müssen. Irgendwie ein... ja, vielleicht so ein Gitter, wo man hätte dran klettern müssen. Aber ich bin mir da nicht ganz... Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich entschuldige mich natürlich auch für diese kleine Ruhepause hier in dieser Folge. Ich hatte so ein kleines Bedürfnis und ich wollte das jetzt nicht unbedingt rausschneiden.
Aber ihr könnt das Video vorspulen oder habt es vielleicht getan, ich weiß es ja nicht. So, Loading, ich schau mal eben. Das ist echt merkwürdig. Das ist verdammt merkwürdig. Vor allem zumal sie ja auch sagte, ich bin irgendwie dabei oder so, oder ich bin irgendwie unterwegs. So, ich probiere es nochmal fortsetzen. Vom letzten Kontrollpunkt lade ich jetzt nochmal. So, in die Dunkelheit. Das Werfen explosiver Objekte ist sehr effektiv. Ja, das stimmt. Wir sind schon Stufe 9, wenn ich das richtig sehe. Wenn mein, ja genau, mein Kamerakabel da nicht so rüberhängt, dann sehe ich das auch. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt weiterkommen. Kann ich irgendwas mitnehmen? Stimmt nicht, ne? So, warte mal. So, wir müssen ja jetzt in die... Kann ich... Oh, huch! Wollte ich gar nicht, Entschuldigung. So. Go and find a way in. So, das haben wir doch jetzt hier. Wir müssen da oben hin. So, das nehmen wir mal mit. Ja, und dann können wir da raufklettern. So, das geht. Wenn ich mich natürlich ducken würde, dann würde es natürlich auch gehen. So. Huch, wo bin ich denn jetzt? Ah, Moment, es gibt zwei Wege. Warte mal. Kann es vielleicht sein, dass ich falsch gelaufen bin? Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Wenn nicht, muss ich da wirklich mal im Internet nachschauen und mal gucken, ob da irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Da irgendwie... Ich was übersehen habe? Weil ich bin mal wieder blind, wie es ja immer so ist. Kennt mich ja. So, jetzt kommt die Laberei, ne? Oder? Not many of those Evo freaks left to test on. Mason better be sure he's got what he needs. And when he's done with them. If any survive. What happens to them? I don't think survival is part of the program. Es sind nicht mehr viele von den Evo freaks für Tests übrig. Mason muss sicher gehen, dass er hat. Was er braucht. Und wenn er fertig ist mit ihnen, falls welche überleben, was geschieht dann mit ihnen? Ich glaube nicht, dass sie überleben zum Programm gehören. So, und jetzt sagt sie gleich, ja, ich bin drin oder bin auf dem Weg. Das muss ja hier weitergehen. Oder gibt es wieder eine Fähigkeit, die ich wieder vergessen habe, zu aktivieren? So, jetzt können wir hier... So. Ist derselbe Raum. Ich verstehe es irgendwie nicht. Kann ich das da oben irgendwie... Gibt es da ein Gitter, was ich rausziehen kann? Nee, ne? So, in der... Ist das Zukunft? Ja, in der Zukunft oder beziehungsweise in der Gegenwart kann ich nicht... Sehe ich da oben auch keinen Gang, aber in der... Wie soll ich denn bitte da hochkommen? Kann man das mal einer erklären? Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll, ganz ehrlich. Das gibt's doch nicht. Ne, ich komme da nicht rauf. Ja, ist doch gut. Mein Gott, Alter. Ich weiß partout nicht, wie ich da hochkommen soll, wenn ich ganz... Was habe ich denn noch für Fähigkeiten? So, hier kann ich jetzt natürlich wieder wechseln in die Zeit. Hier kann ich irgendwas abkrabbeln, oder? Ja, genau. Aber das kriege ich da oben. Wie kann ich das nochmal schaffen? So, aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich probiere es nochmal. Nee, das geht nicht. Okay. Was kann ich noch tun? Ach, ich kann die Zeit verlangsamen. Ach ja, das wird es bestimmt sein. Ich muss bestimmt die Zeit verlangsamen, oder? Kann das sein? Dann spring doch da hoch. Das gibt's doch nicht. Kann das sein, dass ich vielleicht die Zeit verlangsamen muss? Ach, dann kann ich höher springen. Stimmt ja.
Aber wo soll ich mich dranhängen? Gibt es da irgendwo eine Kante oder so? Die ich vielleicht nicht sehe? Die springt aber auch nicht da dran. Das ist aber merkwürdig. Ich probiere es nochmal so rum. Vielleicht so rum ja richtig. Nee. Das ist doch nicht wahr. Okay, sie will da einfach nicht partout nicht dran springen. Okay. Na, mach den. Oder in der Zukunft da dran springen, aber ist ja auch Quatsch, ne? Weil eigentlich im Prinzip geht es ja da so nicht weiter. Das ist aber echt merkwürdig. Weil hier sehe ich so eine kleine Kante. Wenn sie da mal dran springen würde. Aber das macht sie nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Okay, ist ja eine tolle Folge. Ich entschuldige mich dafür, aber ich kann es irgendwie nicht ändern. Es ist. Na, was bringt mir denn die Zeit verlangsamen jetzt gerade? Gar nichts eigentlich, ne? Ne. Auch mit Zeit verlangsamen komme ich da nicht lang. Gut, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier mal eine kleine Folgenpause. Ich denke mal, dass ich sogar an dem Tag, wo die Folge rauskommt, dann direkt eine weitere raushaue, damit ihr seht, wie es weitergeht. Ich schaue mal im Internet nach, das gibt's gar nicht. Ich muss irgendwie muss ich ja hier weiterkommen. Ich entschuldige mich dafür und wir sehen uns dann, ja, gleich wieder. Bis gleich!